Wir haben hier 6 CNC-Maschinen bis jetzt. Es kommt noch eine neue, eine 5-Achs-Maschine. Eine neue haben wir da hinten schon. Ja, hallo, herzlich willkommen bei der Technocomposites Domine GmbH. Unser Motto ist ja, wo ist das Problem? Davon rücken wir heute mal ein bisschen ab, weil heute wollen wir euch zeigen, was die Mitarbeiter hier bei TC machen, wie die Arbeitsplätze aussehen, was für Fertigungstechniken wir haben. Und wir wollen mal ein paar Interviews mit Mitarbeitern durchführen. Ja, moin Heiko, du bist ja hier Vorarbeiter für den Zerspannungsbereich. Kannst du mal erklären, was hier so tagtäglich passiert? Ja, also tagtäglich tun wir hier GFK-Teile bearbeiten für den Zug und für den Busgebrauch. Ja. Was ist daran das Aufwendige und Komplizierte? Man muss dann Zeichnungen lesen können, auf jeden Fall. Ja. Und ein bisschen mit den Computern umgehen, weil man muss schon Kenntnisse haben, sonst ist das ganz schwer, da reinzukommen. Wir sind ja alle spezielle Profile, Vorrichtungen, die wir auch haben, damit man, glaube ich, die Profile überhaupt aufnehmen kann auf so einer CNC. Ne? Hier sehen wir Mykoron-Vorrichtungen. Das ist einmal für Leitern eine Vorrichtung aus Mykoron. Und dann haben wir hier unten noch Spiegelkameras für die neuen Büsse. Ja. Und dann haben wir da noch Vorrichtungen aus Holz. Also im Endeffekt für jedes Profil eine eigene Vorrichtung, damit ihr die Profile überhaupt auf die CNC draufkriegt zum Bearbeiten. Ne? Ja, mal sind die nur angesaugt, mal werden die mit Vorrichtungen nach unten gedrückt. Ja. Da haben wir extra unsere Programmierer für, die das herstellen. Und was sind so die größten Profile und die kleinsten, die wir hier bearbeiten? Also die größten Profile sind in der Länge 6 Meter und 30 und ungefähr 90 breit. Und die kleinsten Profile, die wir machen, sind, glaube ich, 22 mm mal 15 mm. Oh, ja. Heiko, wie viele CNC-Maschinen haben wir hier und was sind das so ungefähr für Maschinen? Also wir haben hier 6 CNC-Maschinen bis jetzt. Ja. Es kommt noch eine neue, eine 5-Achs-Maschine. Ja. Eine neue haben wir da hinten schon. Und sonst haben wir 3-Achs-Maschinen. Ja. Ja, das ist ja eine Serienfertigung, die wir hier machen, aber wir haben schon viele unterschiedliche Profile, oder? Wir haben flache Profile, wir haben Rundprofile. Also wir haben eine riesen Anzahl an verschiedenen Produkten. Ja. Auch immer eine relativ kleine Losgröße, weil das sind ja Serien, die wir hier fertigen, aber nicht mit Mengen von 1000 Stück, sondern wenn man an Mitteldecken denkt, eher so. Ja, wir kommen schon an Mitteldecken. Wenn wir mehrere Aufträge gleich zusammen machen, dann haben wir schon eine Menge von 200 Stück. Aber 200 Stück, dann auch unterschiedliche Artikel nochmal. Ja, unterschiedliche Artikel. Zusammengerechnet sind das dann von 4 bis zu 20 verschiedene Artikel, die wir in einem Produkt haben. Ja. Okay. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen, was wir hier jeden Tag bei TC leisten. So ein bisschen vielleicht einen Eindruck bekommen, wie sind hier die Arbeitsbedingungen, ja, was macht man hier. Und wir freuen uns, ja, wenn ihr uns weiter folgt und zuguckt.